Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Was spielen wir? Star Wars Jedi Knight 2, Jedi Outcast. Haha. So. Und ich würde sagen, wir gehen es gleich an. Wir müssen Minenarbeiter retten. Rettung der Minenarbeiter durch deren Freilassung. Warum nicht einfach befreie die Minenarbeiter? Na gut, man kann es auch kompliziert machen. Upp. Was wollt ihr denn? Ah! Das ist gefährlich! Was ist denn jetzt los? Aua! So Leute, ich hab... ich weiß gar nicht, ob ich mich beeilen soll oder nicht. Ich stütze gleich alles ein. Ah, okay, sehr gut. Ich hab meinen Schreck überwunden. Von der letzten Folge. Mit diesen Kabelviechern. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Diese ekelhaften, ekelhaften, boshaften Viecher. Was? 15 Leben? So. Fuck, ich hab nicht auf die Uhr geschaut. Nein, ich bin blöd. So, okay. Jetzt muss ich kurz rechnen. Warte, wie viel Schaden denn noch? Jetzt reicht mir aber auch mal. Alter! Wie? Fuck, ich hab keinen Butterkanister mehr. Stirb doch! Ja, an die Schulter, du Sack. Alter, jetzt reicht's aber auch mal hier. Ja, kaum seid ihr nicht mehr hinter der Wand, seid ihr nicht mehr so stark. Fuck. Sag mal, sind die auf einmal stärker geworden? Kann das sein? Du! So, jetzt ist aber auch mal wieder gut hier, ne? 27 Leben noch. Hä? Also. Na komm. Na komm. So. Was jetzt? Ach, jetzt ist die Tür offen. Hab's verstanden. Oh, Leben. Und was ist das? Keine Ahnung, vielleicht Munition. Wir haben volle Munition, deswegen. So. Aha. Weiter. Diese armen Gefangenen brauchen unsere Hilfe. Boah. Ich geh doch, dass ich den wirklich erwisch. Ach, kann's nicht weitergehen? Vollidiot. So, ja, ich hab dich doch getroffen. So. Okay, okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. So, 47 Leben. Wie kommen wir jetzt hier mal durch mit 47 Leben? Indem wir einfach uns nicht mehr treffen lassen. Was ist das hier? Ach, okay, das sind die Gefängniszellen. Oh. Ach, die grüne Neune, wie man so schön sagt. Ja, die sind natürlich keine Gegner für mich. Ihr kennt mich ja. Solange keine Kabelviecher kommen, ist alles gut. Yes, yes, yes. Geil, geil, geil. So, jetzt. Ach du Scheiße, was ist mit euch los? Wie viel sind denn das? Taktischer Rückzug, Leute. Okay. Jetzt habe ich schon gedacht, hinter mir steht einer.
Hat jetzt auf meinen Kopfhörern so angehört. Wie wenn der das hinter mir sagen würde. Mit keine. Alter, was ist denn los mit dir? So, mit keine Bewegung. So. Ich komme jetzt zu gar nichts. Mit euch. Ich muss hier Gefangene befreien. Jetzt reicht's. Jetzt hast du den Drachen geweckt. So, alle die Game of Thrones geschaut haben. Und damit meine ich nicht das Let's Play, sondern die Serie. Die wissen, wovon ich rede. Ja genau, das sind die Gefängniszellen und keine Ahnung, warum jetzt hier auf einmal der Steg offen ist. Aber ziemlich gewieft, die kommen hier einfach nicht raus. Weil, ich meine, wo sollen sie denn hin? Runterfallen? Au, jetzt reicht's aber. Das ist ja unfair. Sollte ich vielleicht mal speichern? Wie ging das gleich mal? So, ich fick. Hä? Da piept doch was. Ja. Was ist das? Na gut. Moment. Drecksack. Ja, kommt doch. Schön brav. Einer nach dem anderen. Gute Taktik. Habt ihr auf der Sturmtruppenschule gelernt, oder? War ich auch mal. Mann, ey. Da habe ich übrigens auch Zielen gelernt. Was ist denn diese Kackleiche da? So. Ja, das ist jetzt echt hier ziemlich schwierig. Und er gleitet sanft dahin. Habt ihr es gesehen? So. Oh, wie viel denn noch? Ja, komm. Mann, 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 Mann. So, ich glaube, wir müssen einfach ganz nach oben und da kann man die Zelltüren aufmachen. Richtig gut abgeschätzt. Ja, und dann rennt er wieder weg. Was? Wo rennst du denn hin? Nein, du kannst nicht nach Hause zu deiner Familie. Du stirbst jetzt! Mann! Werde ich aber langsam. Blöde Maus. Jetzt verliere ich meine Ruhe, für die ich sonst immer bekannt bin. So. Jetzt reicht's. Ich sag zum 10. Mal, dass jetzt reicht. Aber jetzt reicht's wirklich. So. Dir traue ich nicht. Du bist doch auch einer. Von denen. Schildenergie. Geh her. Was machst du da? Ja, du bist doch diese R4-Einheit, die fast an die Familie Luke verkauft wurde. Wie heißt die? Ja! Oh Gott! Lars, wie ist sein Onkel? Jetzt reicht's. Ich hab das Gefühl, ich sterbe gleich. Sollte ich schnell speichern? Ich speichere schnell. Okay, vielleicht war das eigentlich auch nicht so klug, weil ich wenig Leben habe. Ganz ruhig. Nein, 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 nein! Geht doch weg jetzt! Ich hasse euch fast so stark wie die Kappelfiecher. So, jetzt ist aber auch mal Ruhe hier. Egal, was mir entgegenwerft. Ich werde jetzt diese verdammten Gefangenen befreien. Warum auch? Warum soll ich das überhaupt machen?
Aus Mitgefühl. Sowas kenne ich nicht. Wow. So knapp an meinem Auge vorbei. Ja, genau. Beweg dich genau dann. Beweg dich genau dann. 19 Leben habe ich noch wegen euch. 19! Und ich habe schon wieder so eine Offizierstimme gehört da oben. Die Offiziere sind gefährlich, die treffen immer ziemlich gut. Oh, da kommt er schon. Das ist ein Wichser. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich sterben. Okay. So. Boah. Speichern. So. Hebel, ich tue nicht mehr dahin zielen, aber das ist ja eigentlich der Hebel. Sehr schön. Ventilator. Ja, die Lüftung muss man auch immer anschalten. Das ist wichtig. Ja, ich glaube, ich weiß noch, wofür man das braucht. Wo geht's jetzt hier lang? Da ist zu. Ich hab's kapiert. Hä? Was war das? Ach, das ist wieder so ein Reflexionsglas. Ja gut, dann gehe ich mal wieder, oder? Den ganzen Weg wieder zurück. Ja, kein Problem, kein Problem. Wie was? Ja, war wohl nix, oder? Mit der Flucht. Bin ich denn? Aua! Jetzt reicht's mir aber auch mal. Ist schon kaputt. Ah, Mann, ich wollte mich gerade am Kopf kratzen. Hallo. Danke, dass du mich hier rausgeholt hast, Roman. Aber es ist noch nicht überstanden. Ich dachte, wir könnten von hier verschwinden, aber die Haupttüren sind verschlossen. Wir haben hier einige Waffen gefunden, aber kamen von der Frachthampe aus nicht weiter. Nur der Commander des Stützpunkts hat Zugriff auf die Türsteuerung. Wenn Sie ihn finden, überzeugen können, Türen zu öffnen, haben wir eine Chance. Halten Sie möglichst lange auf, aber Sie müssen sich beeilen. Ich werde sehen, was ich machen muss. Okay, wir müssen den Commander festnehmen, damit er die Tore öffnet. War der nur bei mir so leise jetzt gerade, oder? Keine Ahnung, sehe ich ja dann auf der Aufnahme. Wenn er so leise war, dann hat sie halt Pech gehabt. So, ich muss auch mal. Das ist... Ja. Ich habe ja gerade gesagt, was wir machen müssen. Er hat gesagt, wir sollen uns diesen Typ da schnappen. So. Keine Ahnung, wo der ist. So. Kurzer Blick auf die Uhr verrät mir, dass wir noch massig Zeit haben. Massig. So. Und es wird langsam wieder ruhiger. Man kommt wieder zu Sinnen. Da ist unser Ziel. Und das Leben ist schön. Es ist auch ein sehr besinnliches Spiel Star Wars, Jedi Netzer, Jedi Outcast, mit der man in beruhigender Umgebung zu sich selbst finden kann. Gong. Gong. So. Ja, wo geht's denn lang? Hat mir auch keiner gesagt. Kommt jetzt wieder so eine Stelle, wo ich wieder nirgendwo hinfinde. Haha, diesmal nicht. Diesmal bin ich auf Zack, Leute. Heute läuft's einfach. Kein einziges Mal gestorben, obwohl wir
wirklich viel Gelegenheiten dazu hatten, zu sterben. Ja gut. Das Gefühl. Ich kann da ja nicht einsteigen, oder? Sehr cool. Aha. Also, ich hätte doch darauf fahren können. Okay, hab's verstanden. Wow, damit hast du nicht gerechnet, hä? Dass ich so gut bin. Oh ja. Ah, okay. Ich weiß, wo ich bin. Da geht's rein. Was ist da? Immer schön alles anschauen. Nicht, dass zum Schluss wieder dort steht. 0 von 3 Verstecke gefunden. Oh Gott! Hätten die das jetzt zerquetscht? Ich speichere kurz mal. Dann finden wir heraus, ob es mich zerquetscht. Was ist das? Ich höre da ein Gekrabbel. Sind hier wieder die Krabbelviecher? Genau, hier haben wir den Ventilator angemacht. Ah, und da unten können wir wundervoll landen. Alles verläuft genau nach Plan. So. Hier ist alles zu. Sind wir jetzt im Freien? Ah, wir sind hier unten. Okidoki. Ich hab's kapiert. Haha, ich habe ein Versteck gefunden. Was sagst du jetzt? Na, oh Gott. Halt's ab. Bitte nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ui, geh weg! Geh weg, geh weg! Vor allem hier drin, da kann ich nicht weglaufen. Oh, oh, oh. Alles ist gut, alles ist gut. Sollten wir nicht die Folge beenden? Verdammt. Ich habe immer noch Zeit. Ich will nicht. Falls sich jemand fragt, warum ich keine Horrorspiele spiele, da habt ihr die Antwort. Das hier ist schon Horror für mich. Na gut. Wie war das gleich nochmal? Nachtsichtbrille. Warte, das sehe ich ja noch weniger als sonst. So dunkel ist es ja nicht, ich gehe jetzt einfach ohne durch. Blöde Ratte. Was sind das überhaupt für Viecher? Ich mag die nicht. Batterie? Ich hab dich schon getroffen. Oh Mann. Ist da eins? Seht ihr da eins? Ich höre es schon wieder krabbeln. Kannst mir nichts vormachen. Ich höre euch doch.
Na? Okay, 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 okay. Ah, oh, daneben! Ah, da ist er noch eins! Nein, geh weg! Oh, okay. Wo muss ich denn jetzt haben? Da lang. Einfach schnell durch, einfach schnell durch. Alles ist cool, alles ist cool. Ich schaff das. Ich hoffe im Übrigen, dass es für euch hier nicht so dunkel ist. Ich finde es... Es geht. Und da dem blöden Nachtsichtgerät ist meine Sicht so eingeschränkt. Das mag ich nicht, Alter. Ich verbrauche so viel Munition. Kurz nochmal speichern. Haha, ja, da bin ich jetzt ganz cool geblieben. Mann. Da ist noch eins. Oh Mann, ey, wo kommt denn das auf einmal her? Geh weg! Geh weg! Geh doch jetzt weg! Ich will nicht mehr! Ich muss hier richtig schwitzen! Okay. Okay. Scheißblöde. Boah. Kristallmine oder was auch immer das hier ist. Oh Mann. 28 Schuss noch, danach wird's ungemütlich. Ich habe noch meinen Schocker dabei. Bei dem hier. Bam! Hey, du bist doch tot! So, der hat nämlich separate Munition, ja? Ja, schau die blöd. Jetzt bin ich im Vorteil. Okay. Geht's so weiter? Nein, was? Wie? Hä? War ich da schon? Jetzt wird's mir aber zu bunt. Ich geh jetzt raus hier. Könnt's mich mal. Ja, ich hab schon 20 Minuten beieinander. Ich geh jetzt da raus und dann beende ich die Folge. Und zwar im Licht. Nicht wie irgendein niederes Tier im Dunkeln. Ich kann doch nicht aufspringen. Verdammt. Okay, wo seid ihr? Hab dich gesehen. Boah, sind die ekelhaft. Und dann fressen sie noch die Füße von denen auf. Boah, so, jetzt reicht's. Ende der Folge, lebt wohl, bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt erstmal, keine Ahnung, duschen oder so, um mich von diesen ekelhaften Eindrücken reinzuwaschen. Bis zum nächsten Mal, ciao.